Hallo, heute zeige ich euch eine CD-App, mit der ihr unter iOS 5.0 und 5.0.1 und 5.0.1.1 ja über Bluetooth Filme, Fotos, keine Ahnung, Musik, alles was ihr wollt, verschicken könnt. Und das Coole ist halt, dass ihr das nicht nur zwischen Apple-Geräten machen könnt, sondern zwischen jedem Bluetooth-fähigen Gerät, wie zum Beispiel irgendwas von Samsung, irgendein Handy, was normal nicht klappt, könnt ihr mit diesem Programm ja zwischen diesen beiden Geräten senden. Ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Viel Spaß. Gut, ihr geht einfach in Cydia hinein. Ja. Und dort geht ihr auf Suchen und gebt ein AirBlue Sharing. Ja, okay, das könnt ihr jetzt für 4,99 kaufen. Oder ihr habt eine spezielle Quelle dazu, wie XLRs oder iHack Repo oder sowas. Und ich zeige euch jetzt noch alles, was ihr kaufen müsst. Da würdet ihr einfach jetzt rechts oben auf Installieren gehen. Ja, und ihr installiert es jetzt einfach. AirBlue Sharing installiert ihr schnell. Gut. Und dann zeige ich euch, wie das funktioniert. Gut, wie ihr gesehen habt, hier ist mein heftiges Samsung-Handy und mein iPod. Und das zeige ich euch, wie es funktioniert. Ich verschicke jetzt einfach mal ein Foto. So, dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Auto. Nehmen wir mal den R8, den Audi R8. Gut, dann gehen wir jetzt hier unten auf den Pfeil und Bluetooth. Und dann seht ihr einen Chose Advice. Und der sucht jetzt schon. Und der müsste jetzt gleich mein Handy finden, weil ich da schon das Bluetooth aktiviert habe. So, der sucht noch ein bisschen. Und jetzt hat er ihn gefunden, iPod Helfer 100 erkannt. Da könnt ihr einfach drauf gehen. Jetzt müsst ihr auf meinem Handy hier genau, dass der iPod mir was schicken will. Und sofort wird das File gesendet. Und da oben steht jetzt auch File gesendet und Empfang. Gut. Dann schauen wir jetzt noch, ob es angekommen ist. Gut, da seht ihr jetzt schon, das Auto ist auch auf meinem Samsung-Handy. Ja, ging ziemlich schnell und ist eigentlich ganz praktisch. Gut, ich bedanke mich, dass ihr mein Video angeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir ja einen Daumen hoch geben. Ja, ihr könnt mir auch ein Abo geben, wenn euch meine Videos insgesamt gefallen. Ich verschenke gerade Intros, also ihr könnt gerne mal auf meinem Kanal vorbeischauen. Ja, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.